Bei den Snowboard-Crossern ist Konstantin Schad aus Fischbach-Aurel der große alte Mann im Team, denn für ihn wären es die dritten Olympischen Spiele. Und er freut sich bei der Einkleidung besonders auf die Mützen, denn mittlerweile, Konsti, muss man ja sagen, fordert die Natur ihr Recht. Am Hinterkopf droht ein bisschen Erfrierungsgefahr. Zeig mal, beug die mal nach vorn. Oh, Heiland, Sack, also Mützenpflicht, ja? Es war noch nie mehr, es ist nicht weniger geworden. Wir haben einfach dünne Haare, ein bisschen Pech gehabt, mal damals mit dem Autounfall, aber das passt schon, muss man drüber stehen. Cap. Wie schaut es jetzt aus? Zum dritten Mal dabei, beim ersten Mal 33., beim zweiten Mal 13., wenn wir es hochrechnen, also diesmal wäre ein Medaillenrang ja im Prinzip rein rechnerisch drin. Prognose wäre gut, gell? Nee, also ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, dass ich jetzt auch nach der langen Verletzung nochmal teilnehmen darf, dass ich das alles geschafft habe und ja, die alten Ansprüche sind natürlich noch da, aber ich gehe da ambitioniert hin, aber ich will nicht zu viel versprechen. Du bist mehrfach Deutscher Meister geworden, hast Medaillen gewonnen bei den X Games. In dieser Saison mit Paul Berg zusammen im Team-Event, vierter Platz und auch gleich vierter im Einzel, damit die Quali-Norm geschafft. Von daher beruhigend für dich nach dieser doppelten Bandscheibenoperation, dass du weißt, okay, die körperliche Form scheint zu stimmen, gerade zum Höhepunkt der Saison? Ja, auf jeden Fall, weil wir sind ja im Sommer auch auf der Südhalbkugel schon zwei Weltcups gefahren, wo das mit der Verletzung noch nicht so toll war. Bin ich dann auch irgendwie zwischen 30 und 40 geworden, habe mir schon ein bisschen Sorgen machen müssen, ob das alles so schnell wieder gut wird. Dann das Rennen drauf, das erste im Winter, gleich vierter, kann man sich nur bedanken. Ich bin so froh, dass das alles passt. Und jede Woche, die es jetzt noch zu den Spielen dauert, die ist für mich eigentlich gut und darum alles cool. Bist du im Team mit deinen 30 Jahren sowas wie der Papa, so ein bisschen der Leader, wo dann auch die Jüngeren wirklich kommen und sagen, du komm, wie ist es jetzt bei so einem Höhepunkt? Umfeld, Wettkampf, Bedingungen, Anforderungen, Belastung, alles. Ja, wobei sie das mit dem Papa gleich ausgelassen haben und mich Opa schimpfen mit meinen 30 Jahren. Nein, ist alles gut. Ich glaube, es ist auch ganz gut, so jemanden, also wenn ich mich jetzt da selber alter Hase nennen darf, dabei zu haben, der da ein bisschen die Erwartungen entweder... Ja, einfach ein bisschen ordnet. Das ist, Olympische Spiele sind eine große Nummer, gerade für uns Snowboarder, die sonst nicht immer jeden Tag so eine riesen Atmosphäre haben. Und da gilt es, die Jungen schon ein bisschen einzubremsen. Der Paul ist glücklicherweise auch schon zum zweiten Mal dabei. Das kann nur gut werden. Konsti, vielen Dank und ja, viel Erfolg dann eben im Pyeongchang. Und ja, eine Mütze und so hat er ja alles bekommen. Und Helm trägt er sowieso beim Rennen, ist ja Pflicht. Von daher wird er sich den Hinterkopf auf keinen Fall verkühlen. Du Drecksack. Was jetzt? Das schneide ich rein, das lasse ich drin. Meine.